Und fangen wir gleich mit einer Extremsituation an. Da hatte ich eine Frage von einem Geschäftsmann im nördlichen Bereich von Deutschland. Jemand hatte mich ihm empfohlen, er ist damals erpresst worden von einem früheren Geschäftspartner. Der Geschäftspartner hatte sensible Informationen und verlangte interessanterweise Geld, obwohl er selbst sehr wohlhabend war. Warum verlangt jemand Geld, obwohl er genug Geld hat? Offenbar möchte er mit dem Geld, das er bereits besitzt, etwas kompensieren oder ersetzen, was er möglicherweise als Unfähigkeit oder Unzulänglichkeit in seiner eigenen Persönlichkeit ansieht. Ich bin dann hingefahren zu dem Mandanten, wir haben uns mit dem Fall beschäftigt, ich habe mir die Person angeschaut, die hatten sehr viele Informationen über ihn, denn er war ja ein früherer Geschäftspartner. Auch Bilder. Letztendlich haben wir nichts anderes getan, als ein Profil über diese Person aufzusetzen, ein sogenanntes Profiling. Was ist das für ein Mensch? Wie sind seine Interessen? Wie sind vor allem seine Ängste und Albträume? Wie sind seine Stärken und Schwächen? Am Ende des Tages hatte ich eine Idee, warum diese Person seinen früheren Geschäftspartner erpressen will für etwas, das er bereits hat. Und ich war der Meinung, dass dieser Mann jeden anderen als eine Bedrohung empfinden würde und deshalb müsse unbedingt eine Frau die Verhandlung mit ihm führen. Wir hatten dann auch eine Idee, welche Lösung wir ausrollen möchten, womit mein Mandant zufrieden war und wir nahmen an, die Gegenseite wäre damit auch zufrieden. Nach 24 Stunden war der Fall gelöst. Wir hatten eine Lösung, all die Beteiligten waren zufrieden und ich konnte mich zurückziehen. Gesenkten Hauptes nach Hause zu gehen oder mit diesem ganz schwierigen Verhandlungspartner die Verhandlungen eben nicht so gut zu gestalten, das kennen wir. Wir mögen es nicht, aber das ist uns vertraut. Und das, was vertraut ist, gibt uns Sicherheit. Aber zum ersten Mal diese besonderen Verhandlungen gut zu gestalten, das wird in Ihnen eine Unsicherheit erzeugen. Und auch dafür müssen Sie offen sein. Denn wenn Sie Verhandlungen gut führen möchten, dann können Sie selbstverständlich sich Know-how aneignen, diese umsetzen oder vorbereiten. Aber wenn Sie wirklich als Verhandlerin oder Verhandler gut sein möchten, müssen Sie anfangen, Ihre Persönlichkeit zu verändern. In welcher Art und Weise gehen Sie mit Ihren eigenen Ängsten und Unsicherheiten in Verhandlungsfällen um? Darum geht es uns hier. Warum verhandeln wir? Wenn wir verhandeln, tun wir das aus einem einzigen Grund. Wir verhandeln, um die Entscheidungsfindung auf der anderen Seite zu beeinflussen und zu lenken. Um diese Entscheidung sitzen Menschen. Einige tragen die Entscheidung, andere beeinflussen sie. All die anderen sind für uns irrelevant. Nun geht es uns darum, diese Personen zu verstehen und vor allem die Entscheidungsfindung bei denen zu beeinflussen und zu lenken. Und das tut man bei Menschen am besten, indem man entweder die Interessen der Person adressiert oder seine Ängste, seine Albträume. Und Ängste sind für uns Menschen in der Regel größere Motivatoren als das Interesse. Deshalb ist das beim Verhandeln sehr, sehr wichtig. In dem Moment, wo Sie die Ängste der Person adressieren, sind Sie dabei, die Person zu bestrafen. Wenn Sie die Interessen adressieren, so belohnen Sie die Person. Und das ist eine Kernsäule der Verhandlungsführung. Nämlich wirksame Maßnahmen zur Belohnung und Bestrafung der Gegenseite aufzusetzen. Wer das kann, kann schon mal gut verhandeln. Nun ist es so, die meisten von uns verbinden das Thema Verhandeln mit Argumentieren, mit Rhetorik, kommunikativ aktiv zu sein. Aber wie wichtig ist die Rhetorik? Das Argumentieren ist ein Mittel, das in der Regel mit dem Verhandeln gleichgesetzt wird, weil wir glauben, dass wir den Verhandlungspartner überreden oder überzeugen müssen. Aber das ist nicht der richtige Weg. Wenn Sie jemanden überreden oder überzeugen möchten, dann nehmen Sie eine konträre, eine konfrontative Haltung ein. Und wir wollen keine Konfrontation, wir wollen die Einigung. Selbst wenn es Ihnen gelingt, die Person zu überzeugen, kann es sein, dass sie nicht die Entscheidung trifft, die Sie wollen, weil wir Menschen nicht nach unseren Überzeugungen Entscheidungen treffen, sondern nach unseren Interessen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen, das Unternehmen ist ungefähr 10 Millionen wert. Sie haben eine Bewertung gemacht, Due Diligence. Dieses Unternehmen ist höchstens 10 Millionen wert. Zugleich sind Sie überzeugt davon, dass man im geschäftlichen, aber auch im privaten Kontext fair sein sollte. Fairness ist Ihnen wichtig. Jetzt haben Sie im Markt sich umgeschaut, es kamen einige Angebote und irgendwann haben Sie ein Höchstangebot von 10 Millionen. Sie wollen jetzt verkaufen, das wäre auch fair. Plötzlich meldet sich ein Unternehmen aus dem Ausland, die kennen sich mit der Materie nicht aus, bieten Ihnen 14 Millionen. Würden Sie dann sagen, nein, 14, das ist nicht fair, ich verkaufe für 10. Nein, Sie verkaufen für 14. Warum? Weil Ihnen in dem Moment Ihr Interesse, die 4 Millionen zu bekommen, wichtiger ist als die Überzeugung, dass man fair handeln und verhandeln sollte. Also Sie sehen, wir Menschen handeln nicht nach unseren Überzeugungen. Die Interessen sind durchaus wichtiger. Und darum geht es uns. Und aus dem Grund ist es auch nicht zweckdienlich, zu versuchen, denn die Gegenseite zu überreden oder zu überzeugen. Ein Leben lang hat man uns erzählt, wenn du Menschen verstehen möchtest, musst du darauf achten, was die sagen. Aber auf dieser Ebene von Kommunikation können Menschen manövrieren, sie können lügen. Eine Etage drunter, eine Entscheidung, die lügt nicht. Eine Entscheidungskette, definitiv nicht. Wenn Sie Menschen verstehen möchten, müssen Sie darauf achten, wie sie sich verhalten. Das Verhalten ist verlässlich. Wenn ich verstehen will, wie ein Freund, eine Freundin, eine Lebensgefährte oder Gefährtin zu mir steht, dann muss ich darauf achten, wie die Person mich behandelt und nicht das, was die Person sagt. Und immer wenn es Diskrepanzen gibt zwischen Aussage und Entscheidung, wird es interessant. Vor einigen Jahren gab es einen Fall vor den Vereinten Nationen. Da sagte ein Land, wir wollen in Irak Demokratie einführen. Aussage. Dann gab es eine demokratische Abstimmung, bitte nicht militärisch, die setzen sich darüber hinweg. Entscheidung. Die Entscheidung ist immer gewichtiger als die Aussage und die besagt, die wollen keine Demokratie. Sonst würden die sich daran halten. Punkt. Ihr Verhandlungspartner ruft dreimal in der Woche an und sagt jedes Mal, ich bin nicht interessiert. Das Beispiel ist zwar trivial, aber wir können diese Methode in allen Bereichen umsetzen. Und jedes Mal, wenn diese Diskrepanz vorliegt, wird es sehr einfach. Wir fokussieren uns auf die Entscheidung und wissen sofort, was der Verhandlungspartner will. Das heißt, wir können per Methodik vorgehen und dann brauchen wir nicht viele Informationen, um zu verstehen, wie die Gegenseite tickt. Auch hier kann ich mich erinnern an einen Fall. Ein Unternehmen kaufte mehrere Produkte von einem einzigen Lieferanten im Ausland. Von heute auf morgen lief nichts mehr. Es kostete mich erstmal 2 Wochen und ich merkte, ich komme an diesen Fall nicht ran. Erst als ich die Kette der Abläufe, also Entscheidungen, visuell aufstellte, dann war das so hell wie die Sonne. An einem gewissen Punkt war unser Vice President auf der deutschen Seite rausgeschmissen worden. Man war mit ihm nicht zufrieden. Und ab diesem Zeitpunkt lief es nicht mehr. Das heißt, in diesem Fall kam unser Präsident, der die Verhandlung übernahm, mit seiner Gegenseite nicht zurecht. Aber er war sehr geistreich, wenn es darum ging, zu erläutern, warum es doch nicht darum ginge. Also er tarnte das Ganze. Nun, das Verhandeln an sich ist nichts anderes als ein permanenter Tanz um die Macht. Denn in einem Machtgeflecht haben Sie permanent Konflikte. Und überall, wo Sie Konflikte haben, haben Sie 2 Möglichkeiten, um diese Konflikte zu lösen. Kriege oder Verhandlungen. Gewinner sind immer die Verhandler. Aus dem Grund müssen wir uns die Machtkomponente bei einer Verhandlung immer anschauen. Sie ist wichtig für uns. Denn unsere Wahrnehmung der Machtverhältnisse hat eine Wirkung auf unsere Erwartungshaltung. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Eindruck, der Verhandlungspartner sei sehr mächtig. Sie wollen mit ihm um 50 Millionen verhandeln. Es wäre ja denkbar, dass die auf dem Weg dorthin denken, ja gut, 49 sind auch okay, es scheint ja nicht ganz so einfach zu sein.
Jetzt haben sie angefangen zu verhandeln, ohne Interaktion mit der Gegenseite, um 1 Million Euro, ohne es zu merken. Und diese Art von Verhandlung ist sehr subtil, denn sie werden dementsprechend ihre Vorbereitung aufsetzen. Holen am Ende weniger raus, meinen gut verhandelt zu haben. Und dem ist dann nicht so. Deshalb ist ihre erste Wahrnehmung der Machtverhältnisse sehr wichtig. Diese erste Wahrnehmung ist subjektiv und deshalb kann sie falsch sein. Wir brauchen Objektivität. Deshalb müssen wir stets 2 Dimensionen in der Verhandlungsfeld immer uns anschauen. Welche Abhängigkeiten existieren zwischen uns und wer hat welche Alternativen? Wenn wir die 2 Punkte klären, wird unser Blick auf die Machtverhältnisse viel objektiver. Beliefern die uns mit 3 Millionen, machen einen Umsatz in dem Bereich von 6 Millionen, ist die Sache klar. Die brauchen uns. Haben die Alternativen dazu? Können die 3 Millionen sofort woanders umsetzen? Dann ändert sich das Ganze. Indem ich mir diese 2 Aspekte anschaue, wird mein Blick auf die Machtverhältnisse viel objektiver und dann kann ich immer noch stets meine Erwartungshaltung der Sache anpassen, aber mit Objektivität. Nun ist es so, wenn wir verhandeln, verhandeln wir nie um eine Sache, wir verhandeln auch immer um eine Beziehung. Und im Rahmen der Beziehungsgestaltung verhandeln wir um die Rangordnung. Was ist damit gemeint? Sie haben einen Termin, Sie klopfen an, da heißt es, kommen Sie herein. Sie gehen rein, er hebt den Kopf, sagt guten Tag, er senkt den Kopf, schreibt für 7 Sekunden weiter, erst dann steht er auf und gibt Ihnen die Hand. Sie sind 7 Sekunden lang abgewertet worden. Die Frage ist, hat diese Abwertung eine Wirkung auf die Verhandlung? Sie kennen alle Gespräche mit hochdominanten Personen, bei denen Sie im Nachgang festgestellt haben, ich habe schneller gesprochen als sonst, ich habe keine Pausen gemacht und es gab so 2, 3 Sätze, die wollte ich loswerden, aber ich bin sie nicht losgeworden. Und die eine Frage, warum? Seit unzähligen Jahren gibt es bei uns Menschen in einer Gruppe eine Struktur, eine Hierarchie. Vor 40.000 Jahren wollten wir nach oben, um zu überleben. Heute geht es um Lebensqualität. Aber die Instruktion dazu kommt aus dem Stammhirn. Und diesen Bereich des Gehirns interessiert es überhaupt nicht, dass wir in beheizten Räumen leben. Er sagt, du musst nach oben. Interessanterweise ist es so, wenn sich eine Person in dieser Hierarchie oben positioniert, die andere ist unten, dann fängt die Person unten an, die andere oben zu kopieren. Unbewusst. In ihrer Art und Weise der Entscheidungsfindung, Konfliktbewältigung, manchmal bis hin sich anzuziehen. Die unbewusste Annahme ist, die ist schon oben, ich muss auch dahin, also muss ich das tun, was sie tut. Die Person oben hat auch mehr Recht als die unten. Das, was sie sagt, ist wichtiger, glaubwürdiger als das, was sie unten sagt. Es gibt so gewisse Eigenschaften, die Alpha-Wölfe oder Wolfinnen innehaben. Diese Personen sind immer entspannt, erst recht, wenn es brennt. Sie haben einen riesen Raumanspruch. Darüber hinaus nutzen diese Personen oft bewusst die Langsamkeit in der Handlung, Gestik, Mimik, auch in der Sprache, Sprechgeschwindigkeit. Noch schwieriger wird das Ganze, wenn wir bei uns intern auch Verhandlungen haben, weil ich um Ressourcen kämpfen muss, Personen, die mich begleiten. Es gibt Abteilungen, die andere Interessen haben, auch eine Provisionierung haben möchten. Jetzt haben Sie ein Riesenfeld von Verhandlungssträngen, die miteinander interagieren. Wenn Sie den Anspruch haben, in jedem einzelnen Verhandlungsfall das Maximale rauszuholen, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Aus dem Grund müssen Sie auf eine Metaebene. Als hätten Sie ein Radarsystem und Sie schauen aus der Vogelperspektive auf diesen Verhandlungen runter. Wenn Sie eine Verhandlung haben und Sie haben 10 Personen auf der eigenen Seite, dann beginnt die Verhandlung nicht mit dem Verhandlungspartner, sondern im eigenen Team. Denn wenn Sie keine Kohärenz haben, keine Stabilität, Sie gehen rüber, dann nehmen die uns auseinander.
Als guter Verhandler gehe ich nicht mit einem Riesenteam irgendwie rüber und Zauberer auf der anderen Seite, sondern Teambuilding ist ein Teil der Verhandlung. Ich kläre das und erst dann mit Stabilität und Kohärenz gehe ich rüber. Nun haben wir sehr viel über externe Aspekte gesprochen. Methoden, Techniken, was passiert auf der Verhaltensebene. Was ist aber mit dem Verhandler selbst oder mit der Verhandlerin? Als Verhandlerin oder Verhandler sind Sie permanent einem Spagat ausgesetzt. Einerseits wollen Sie das begehrte Ziel erreichen, das Objekt erlangen. Andererseits müssen Sie jederzeit dazu in der Lage sein, darauf zu verzichten. Und Maximum ist die Mitte. Der interessante Punkt ist, die Art und Weise, wie Sie mit sich selbst verhandeln, ist die Art und Weise, wie Sie mit der Außenwelt verhandeln. Wenn ich mich auch mit all diesen Methoden außen, innen beschäftige, leben wir in einer globalen Welt und da sind natürlich die kulturellen Werte ganz unterschiedlich. Um ein triviales Beispiel zu geben, laufe ich bei uns auf dem Gang bei der Arbeit, ich bleibe stehen, ich sehe einen Kollegen, wir reden unter 3 bis 5 Minuten. Danach haben wir Schuldgefühle, wir müssen arbeiten. Mache ich das in Italien, der ist beleidigt. Sie kennen das, dieselbe Handlung, dasselbe Verhalten hat in einer anderen Kultur eine andere Wirkung. Und das muss uns ganz bewusst sein. Weltweit ticken alle Menschen gleich nach Belohnung und Bestrafung. Aber verschiedene Verhaltensweisen haben verschiedene Wirkungen und die muss ich kennen. Bei der Vorbereitung können Sie durchaus intellektuell intelligent vorgehen, da reicht es. Aber beim Tauziehen interpersonell mit dem Gegenüber müssen wir gewieft agieren und das bedeutet, wir müssen immer wieder unser Gefühl abgreifen. Abschließen möchte ich mit einem weiteren Extremfall, ich habe mit Extremfall begonnen, Abschluss extrem. Ich durfte diesen Verhandlungsfall beobachten in Frankfurt, ich komme aus Frankfurt, und der war zwischen Vater und Sohn. Vater so Mitte 40, Sohn 10 Jahre alt, Verhandlungsort Kaufhaus. Verhandlungsobjekt, Microsoft-Spielkonsole. Ich kam dazu, die hatten schon eine Diskussion und der Sohn sagte, ich will das haben. Der Vater sagte, ja okay, wenn du mitkommst, also es ging um eine Fahrradtour. Wenn du am Wochenende mitkommst, kaufe ich dir das Ding. Der Sohn sagt, ja, mache ich. Der Vater sagt, okay. Dann macht er einen Schritt nach vorne, nimmt sich die Konsole, dreht das Ding um und sieht den Preis. Dann ist er fast unbewusst ist er wieder nach hinten gelaufen. Dann sagt er, ich kaufe dir das hier oder sowas ähnliches. Der Sohn hat es gerochen, Manövertrick. Und sagte, ja, aber du hast gesagt, du kaufst mir diese Konsole. Und jetzt war der Vater dabei, Kraft, Autorität, den Sohn zu überrollen. Und da hat er gesehen, ich stehe da und einige anderen, die interessiert jetzt diese Verhandlung, verfolgten. Also konnte er nicht wortbrüchig werden. Dann sagte er, ja, aber du bist pünktlich dabei und fährst die ganze Strecke mit. Und der Sohn sagte, ja, Papa, ich halte mein Wort. Der Vater hat haushoch verloren. Ja. Katastrophe. Das war ein absoluter Extremfall. Kinder sind sehr gute Verhandler. Und uns gelingt es, das Verhandlungskönnen abzuerziehen, weil wir mit denen nicht so vorgehen wie mit Geschäftspartnern. Ansonsten sind sie sehr gut. Abschließen möchte ich mit einem Zitat eines doch guten Verhandlers. Das trifft zwar nicht auf alle Briten zu, aber Sir Winston Churchill, der war gut. Ein wahrer Diplomat ist ein Mann, der zweimal nachdenkt, bevor er nichts sagt. Ich hoffe, Sie hatten Spaß bei dem Vortrag, aber ich hoffe auch, dass Sie Verwertbares für Ihre Folgeverhandlungen mitnehmen können. Ich drücke Ihnen die Daumen und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann irgendwo wiedersehen, wenn Sie Glück haben auf derselben Seite. Danke.